Mein 11.20 Newsvideo hier auf meinem YouTube-Kanal Gaming Let's Play und schaut doch gerne bei meinen Planet Gamers vorbei, würde mich natürlich freuen. Und wie immer, alle Links sind in der Videobeschreibung verlinkt, alle wichtigen auch hier im Blogbeitrag oder im Video. Und heute ist nämlich mal ein neuer Blogartikel erschienen. Ich weiß, ich nehme gerade um 16.37 Uhr auf, ich glaube so um 14 Uhr ist der Blogartikel erschienen. War hatte ich keine Zeit, also es tut mir wirklich leid, wenn ihr das Ganze ein bisschen später erst seht. Aber ich bemühe mich schnellstmöglich auf YouTube hochzuladen, damit ihr schnellstmöglich immer informiert seid. Wenn dir das gefällt oder wenn du einfach mich unterstützen wollt, dann lass gerne ein Like, dann gerne auch ein Abo. Und wenn du schon dabei bist, teile auch gerne mein Video. Würde mich sehr freuen. Und es gibt nämlich einen Blick hinter den Kulissen des Cinematic Trailers vom Farming Simulator 22, also LS22. Am 22. November wird er mir erschienen, vor ein paar Wochen haben die den Cinematic Trailer ja, veröffentlicht. Und hier sieht man das Ganze auch nur, ist nämlich der französischen Animationsstudium Capsule, ich kann kein Französisch, tut mir leid, wenn ich es falsch ausspreche, hat das Ganze im Ding und wir können einen Blick in den Kulissen schauen. Nämlich, der Mitgründer ist wirklich, werde ich jetzt nicht vorlesen, weil das will keiner hören. Das kann ich auch gerne sich selber nachlesen. Also, wie im Detail eben der Trailer erschienen ist, also wie der eben gemacht worden ist, was animiert worden ist, welches Lightning und all diese Sachen eben, gibt auch ein Video dazu und hier haben wir eben zum Beispiel auch so, wie es das dann auch aussieht hier das Ganze. Also Realität und dann, wie es dann virtuell aussieht. Wenn man aufmerksam zugeschaut, dass war eben unsere beiden Protagonisten nicht einfach nur Vater und Tochter sind, sie haben auch richtige Namen. Und die beiden Landwirte im Trailer heißen Sophie und Jakob. Gespielt wurden sie von der französischen, spanischen, amerikanischen Schauspieler, Regisseur Anaïs Parello und dem Schauspieler Dominic Gault. Den ihr vielleicht schon als virtuelles Gesicht aus anderen Videospielen oder viel zu aus Filmen und Fernsehsendungen kennt. Ich kenn's nicht, also, wenn ihr kennt, könnt ihr gerne unten in die Kommentare reinschreiben, woher. Weil wir sagen den Namen null. Ich lese oder höre es gerade das erste Mal. Auf der Suche nach den Gesichtern für uns als Charakter haben wir beschlossen, dass Anjas und Dominic perfekt für die Rolle geeignet sind. Und wir hatten recht, denn Aufnahmen in den Kulissen nach zuurteilen scheinen auch eine Menge Spaß zu haben. Hier ebenso, was dem anhatte, das Ganze. So wie er dann im Trecker saß, ebenso. Also hier sieht man ein Bubble. Und dann bedanke ich auch bei Capsule, alles und Dominik sowie alle anderen, die bei der Entstehung dieses fantastischen Trailers involviert waren. Danke für die tolle Arbeit, geht natürlich von mir auch raus. Danke wirklich für die ganz tolle Arbeit. Sehr gut. Dadurch hoffen, dass es den Cinematic Trailer gefallen hat. Und hier sehen wir eben da HMC, wie das Ganze dann eben entstanden ist. Und das war's auch schon mit diesem LS20 Newsvideo. Ein sehr kurzes, aber hoffentlich sehr informativ. Wenn du mehr solche Videos gerne nicht verpassen möchtest, lass ein Abo da, like und teile gerne das Video. Und dann bis zu einem baldigen nächsten LS20 Newsvideo. Bis dahin, sage ich dann. Ciao.